Heute gibt es 4 verschiedene Outfits für 4 verschiedene Date-Situationen. Jedes Date ist anders und jede Situation ist natürlich auch anders. Ich habe jetzt einfach mal 4 verschiedene Outfits zusammengestellt für 4 verschiedene Situationen, die du möglicherweise bei einem Date haben kannst. Date-Outfit Nummer 1 ist das hier, was ich jetzt gerade aktuell anhabe, und das ist eher das Chiller-Outfit. Denn wir wissen ja, seit Corona laufen Dates auch vielleicht mal ein bisschen anders ab. Und wenn man sich als Date vielleicht zum Netflix und Chill trifft, dann möchte man natürlich auch ein entspanntes Outfit haben, was aber gleichzeitig auch hochwertig wirkt. Und dieses Outfit von Kopf bis Fuß ist nicht nur sehr entspannt, ist nicht nur ein Jogginganzug, sondern es wirkt auch noch hochwertig, denn der Jogginganzug ist hochwertig bestickt. Ich habe komplett alles in Schwarz an, denn ich finde, schwarze Outfits sehen all in all einfach immer ein Stück weit hochwertiger aus, als wenn du jetzt zum Beispiel so einen grauen Jogginganzug anhättest. Und über den Jogginganzug habe ich einfach nochmal so einen Oversize-Mantel gezogen, damit das Outfit einfach nochmal ein bisschen cooler wirkt. Und passend zum Chiller-Outfit natürlich auch passende, entspannte, sportliche Sneaker. Machen wir weiter mit Date-Outfit Nummer 2, und zwar ein Outfit fürs abendliche Dinner bei Kerzenlicht. Und by the way, Leute, ich habe euch übrigens alle Outfits unten wie immer auch in der Infobox verlinkt. Dieses Outfit ist für mich das perfekte Dinner-Outfit, weil wir zum einen ein elegantes Outfit haben, welches gleichzeitig auch noch einen Hauch Sportlichkeit mit sich bringt. Denn ich trage hier unten weiße Ledersneaker, die sportlich und gleichzeitig elegant sind. Dazu eine Anzugshose in dunkelblau mit einem leichten Karomuster und ein cleanes und schlichtes weißes Hemd. Darauf trage ich einen Mantel, auch mit einem Karo-Muster, und das ist eigentlich so das Highlight-Piece an dem Outfit hier, denn das Blau von der Hose findet sich in dem Karo-Muster vom Mantel nochmal wieder, und das rundet das Outfit einfach nochmal komplett ab. Was allerdings bei keinem Outfit fehlen darf, ist die perfekte Uhr, die das Outfit nochmal vervollständigt. Und ich trage hier eine clean, minimalistische, zeitlose Uhr von der Marke Nordgreen. Und ich freue mich riesig, dass ich in diesem Zusammenhang nochmal mit der Marke zusammenarbeite. Falls du Nordgreen noch nicht kennst, Nordgreen ist eine grüne und nachhaltige Uhrenmarke aus dem hohen Norden, aus Dänemark, und deshalb auch der Name Nordgreen. Das Produktsortiment wird vom Designer Jakob Wagner designt und verkörpert das skandinavische Design, Minimalismus und Nachhaltigkeit. Nordgreen stellt nämlich sicher, dass alle Schritte von der Produktion hin bis zur Lieferung an den Kunden nachhaltig sind. Vom klimaneutralen Versand über Verpackung aus abgecycelten PET-Flaschen bis hin zu veganen Uhren. Zeitgleich unterstützt Nordgreen 3 unterschiedliche gemeinnützige Organisationen im Bereich Gesundheit, Bildung und Umwelt. Und mit jedem Kauf hast du die Möglichkeit auszuwählen, welche gemeinnützige Organisation du beim Kauf unterstützen möchtest. Falls du also noch auf der Suche bist nach einer minimalistischen, zeitlosen und cleanen Uhr für dich oder für deinen Liebsten, zum Beispiel zum Valentinstag, dann schau auf jeden Fall mal bei Nordgreen vorbei. Mit dem Gutscheincode DanielKorte15 bekommst du aktuell auch 15% Rabatt auf deine Bestellung. Weiter geht's mit dem perfekten Outfit, wenn du dich mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten in einer Bar treffen möchtest. Ich trage an den Füßen Chelsea Boots, Echtleder Chelsea Boots, etwas eleganter, etwas feiner, darauf eine Anzugshose in Schwarz mit einer Bügelfalte, und jetzt darauf das absolute Highlight-Piece hier bei diesem Outfit, und zwar ein seidenartiges Hemd mit einem wirklich außergewöhnlichen Muster. Kurz zum Hemd nochmal, warum ist das Hemd besonders? Das Hemd hat einen besonderen Kragen. Manchmal stellt man sich die Frage, soll ich den letzten Knopf öffnen oder lieber zumachen? Hier stellt sich die Frage gar nicht, denn der letzte Knopf ist eh geöffnet und man hat einfach hier ein bisschen mehr Ausschnitt und auch einfach einen etwas besonderen Kragen. Darauf noch eine schöne Echtleder-Lederjacke, um das Outfit einfach nochmal abzurunden und auch dann, wenn es abends etwas kälter ist, dass man einfach eine passende Jacke hat. Wem das Ganze ein bisschen zu viel ist mit dem Muster, der kann natürlich auch auf ein cleanes, schlichtes, schwarzes Hemd zurückgreifen. Habe ich jetzt hier nochmal als Alternative mit rausgesucht, was natürlich an der Stelle auch perfekt passt für ein Date an der Bar. Seit Corona finden wahrscheinlich auch einige Dates, ja, ich würde sagen sogar viele Dates, auch draußen statt. Und deshalb habe ich nochmal ein Outfit zusammengestellt für ein Outdoor-Date. Passend für ein Outdoor-Date müssen natürlich auch Outdoor-Schuhe sein. Damit kannst du auch wirklich lange Spaziergänge laufen, einfach ein bisschen robuster, ein bisschen höher in einer passenden Farbe. Dazu trage ich eine Indigo Blue Jeans, die ich unten ein bisschen umgekrempelt habe. Als Oberteil einen Zip-Hoodie. Der ist perfekt eigentlich fürs Outdoor-Date, denn wenn man sich beim Spazierengehen so ein bisschen warm gelaufen hat, dann kann man den Zipper einfach ein bisschen runter machen. Oder wenn es grundsätzlich ein bisschen heißer
besser wird, ja, dann kann man das auch wieder öffnen. Und wenn es ein bisschen kälter wird, einfach wieder ein bisschen schließen. Um das Outfit einfach mal kompletter zu machen, habe ich hier noch ein paar Accessoires mit dazu kombiniert, wie zum Beispiel hier den Seidenschal, als auch die Beanie obendrauf, weil ich finde, das rundet das Outfit einfach nochmal komplett wieder ab. Passend zu einem Outdoor-Outfit soll natürlich auch eine Outdoor-Jacke mit dazugehören, und zwar hier eine Jacke von Krakatau, die super minimalistisch und schlicht ist, gleichzeitig aber auch super funktional und perfekt für ein Outdoor-Date geeignet ist, hat super viele Taschen und passt farblich auch noch zu den Outdoor-Schuhen. Das sind nochmal alle Date-Outfits im Überblick. So Leute, und jetzt hoffe ich, dass ihr ein bisschen Inspiration aus dem Video herausziehen konntet, damit ihr für eure Dates auch passend gekleidet seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei euren zukünftigen Dates. Schaut auch auf jeden Fall bei Nordwind vorbei, falls ihr noch eine passende Uhr benötigt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.